Jo. Bist du der Drache, der nach den Eiern sucht? Ich habe nämlich einen verdächtig aussehenden Typen mit einem Ei dort drüben gesehen. Mhm. Ja, dann schnapp ich den mal. Ich höre ihn auch schon. Aber wir müssen natürlich auch die Sachen einsammeln, ganz klar. Okay, da haben wir auch noch Vasen. Mein Gott. Das tut mir echt leid, Leute, dass ich so doof bin teilweise. Ja, ist ja gut. Okay. War das eben schon? Nee, ich dachte, der wäre da rumgesprungen. So. Da ist keiner. Die beiden nehmen wir mit. Boah, wenn die hier gleich so nah am Abgrund lang laufen, ne? Dann drehe ich jetzt schon durch. Kann ich da rein? Ha! Das war ein Könnerpunkt. Okay. Ja, meinetwegen. Das sah ziemlich offensichtlich aus, fand ich eigentlich. Okay, da komme ich so nicht hin. Das könnte so ein Teil sein, was man mit einer Rakete öffnen muss. Okay. Da was? Nein. Dann ist da noch ein Rotor. Hier sind auch noch zwei Stück. Okay, da oben. Da ist wieder der Anfang. Also diese Bahn müssen wir anscheinend lang rennen. Aber ich will mal gucken. Ich glaube, ich bin mir immer nicht ganz sicher, ob ich alles habe. Aber es sieht so aus, ja. Okay. Ja gut, dann rennen wir dir jetzt hinterher, mein Freund. Oh Gott, da kann man auch noch... Oh nein, da kann man richtig schön scheiße runterfallen. Bevor ich jetzt hier... Warte, ich will erstmal die Sachen einsammeln. Es geht. Okay, es sieht nicht so schlimm aus. Okay, dann versuchen wir. Das war jetzt schon eine Runde, ne? Ja, ich glaube ja. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den kriegen. Ein bisschen die Kurve muss man natürlich schneiden. Ja. Okay, der war jetzt easy. Moira. Ach, guck mal an. Moira. Das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich den Namen Moira höre. Denn das ist die Tochter von Barry Burton bei Resident Evil. Da ist noch einer. Der war ganz schön schnell. Vielleicht kannst du ihn fangen, wenn ich den Supersprint aktiviere. Revelations 2. Supersprint aktivieren. Ja, das mach du mal. Und dann jagen wir den auch noch. Gut, komm. Brother. Wie? Okay. Ohohoho. Krass. Geht ganz schön ab. Hui. Okay, das geht ab. Das ist cool. Kriegen wir aber auch irgendwie hin, denke ich. Vor allem ist die Gefahr da groß, dass ich gleich irgendwo ins Nichts stürze. Das ist halt wieder gefährlich. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Hui. Das war geil. Ach. Ja. Was war das denn? Ah, ich glaube, ich muss mit diesem Supersprint-Gedöns bestimmt diese Kiste treffen. Das kann ich mir vorstellen. So. So. Ja, ich hab mich gleich, glaube ich. Na, der ist schnell, der Junge. Der ist... Ja. Ja, komm. Oh, hat er mich überholt? Was hat er das denn gemacht, der Penner? Na komm. Langsam müsstest du die Schnauze voll haben. Ja. Habe ich dich nicht gehabt? Ja, meine ich doch. So. Sehr schön. Kermit, der Frosch. Ja, gut, sieht nicht wirklich aus wie ein Frosch. Auch nicht mal grün oder so. So, jetzt will ich mal irgendwas probieren. Wo ist denn das? Da ist das Gedöns.
Ha, das ist immer. Das habe ich mir fast gedacht. Okay, da ist noch einer. Ich sag mir nicht, es fehlt genau einer. Ich muss mal kurz gucken. Atlas. Ah ne, es gab ja noch Sergeant Bird, stimmt ja. Genau, schmelzt gerade. Es fehlen noch zwei Eier und es fehlen noch einige Edelsteine. Da vermute ich echt, dass wir diese Sergeant Bird Mission noch machen müssen. Aber anscheinend geht das noch gar nicht. Da war ich drin. Ja, ich glaube, ich habe hier alles, ne? Können wir mal kurz gucken, aber nein, da war ich überall rum. Gut, dann sind wir hier wahrscheinlich auch durch. Boing. Entschuldigung. Ja, gehen wir wieder raus. Ich probiere das nochmal mit Sergeant Bird anscheinend. Ansonsten müssen wir hier wohl doch nochmal raus. Was stand denn da jetzt genau? Ja gut, da darf ich anscheinend noch nicht. Dann können wir jetzt hier noch nicht weitermachen. Ich könnte natürlich jetzt nochmal probieren, wenn ich hier sowieso raus muss, ne? Kann ich auch nochmal versuchen, die, obwohl, ne, da muss ich nachher wieder so weiter. Ach komm. Dann gehen wir jetzt in den Ausgang. Vorerst. Ich kann den Dave ja notfalls fragen, ob das wirklich einen Könnerpunkt gibt. Der weiß das mit Sicherheit. Okay, dann kommen wir hier wohl noch nicht weiter. Können wir noch nicht komplett machen. Wir müssen Sergeant Bird wahrscheinlich erst in der Hauptwelt befreien, kann ich mir vorstellen. Sheila mussten wir ja auch befreien. Dieser Sergeant Bird ist, glaube ich, nämlich der zweite von drei Charakteren, die wir selbst steuern können. Okay, dann... Achso, ich habe schon erledigt. Gut, dann... Oh, das ist bestimmt eine Wasserwelt da hinten, ne? Aber ich will da trotzdem rein. Zip. Ach, da ist es mit 14 Eiern. Ja, komm. Habe ich keine 14 Eier? Doch. Habe ich nicht? Ja, habe ich nicht. Anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir da nochmal gucken hier. Zit. Da ist ja auch noch ein Tor gewesen gerade. Und was haben wir hier für eine Welt? Pilzrennbahn. Oh Gott. Ja, komm. Da müssen wir wahrscheinlich wieder rennen. Oder, das wird ja kein Fluglevel sein, ne? Nee. Sonst wird es, glaube ich, nicht Rennbahn heißen. Aber gut, wir gucken mal. Ich bin gespannt. Eintritt in Pilzrennbahn. Oh, hau. Oh, doch. Ja. Ein Zeitspiel machen oder gegen die Schmetterlinge antreten? Ich mach mal ein Zeitspiel. Mhm. Okay. Ja. Ringe, Blume, Spinne, Schmetterling. Ich versuch's. Oh Gott, es geht los. Okay, Ringe, das ist relativ einfach. Dann die Blumen. Ach so, Unfall. Ja gut, ich hab's verstanden. Ich darf gar nicht landen anscheinend. Oder weil ich, ja gut, ich bin direkt im Wasser gelandet, das war der Fehler. Ja, ich kann, davor kann sein, ich müsste Feuer machen können. Dann, okay. Fuck. Okay, ich versuch's jetzt mit den Spinnen erstmal. Ja. Das läuft ja gut. So, was soll ich nach den Spinnen nochmal machen? Das habe ich schon wieder vergessen. Schmetterlinge hieß es. Ach, das sind die Schmetterlinge. Okay. Ich treffe gar keinen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay. Gut, also prinzipiell ist das gut zu machen, denke ich. Ich habe halt jetzt überall was vergessen. Ja, okay. Das hätte ich gepackt, hätte ich denn die eine Spinne und die eine Blume nicht ausgelassen. Aber das sollten wir hinkriegen, das ist jetzt nicht so schwer. Das schaffen wir. Die Musik ist ein bisschen komisch. Das klingt für mich wie so eine elektronische Katze. Miau. Okay.
Okay. Na, da war schön. Hätte schon eine Spinne mitnehmen können, aber ich lasse das mal. So. Damit haben wir gleich die Blumen. Jetzt bitte nicht irgendeine Spinne verpassen. Och Mann! Wieso eigentlich 400 Edelsteine? Das raff ich jetzt gerade nicht so ganz. Also, es geht's aber los hier. So. Jetzt habe ich so viel Zeit ver... Nein. Ja, das schaffe ich... Komm, geh tot. Geh tot. Das war ja total scheiße. Dass ich die nicht treffe, diese Scheiße. Ich gehe ja schon extra auf den Spinnenkörper, ne, damit ich nicht Gefahr laufe, nur dieses blöde Band zu treffen. Und nicht mal das treffe ich. Ups. Falscher Knopf. Okay, bei denen ist es ein bisschen schwieriger, weil die halt wirklich einen großen Körper haben, die Blumen. Okay. Und ich muss sagen, die Flugsteuerung ist in meinen Augen nicht die schönste. Ah, diesmal habe ich's. Okay. Ja. Okay. Gut, und die auch noch. Komm, 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 komm. So, jetzt nur diese dusseligen Schmetterlinge. Ich treffe keinen davon. So. Die Hälfte habe ich. Ja, komm, noch zwei. Jawohl. Haben wir doch alles. Siehst du mal, das ging doch ganz gut. Dann fehlt jetzt nur noch diese andere Herausforderung da. Puh. Okay, das war das Zeitrennen. Ja, komm, speicher das doch ab. Das ist mir doch wurscht. Aha. Ja, danke schön. Ich bin selbst begeistert. Sabina. Da fehlt irgendwie ein R, finde ich. Sabina? Ich kenne Sabrina, aber Sabina kenne ich irgendwie ehrlich gesagt gar nicht. So, ja, welche denn? Die noch übrig ist. Rennen gegen die Schmetterlinge. Aha. Okay. Ja, gut. Flieg durch alle grünen Ringe, folge den roten Punkten. Klingt relativ simpel. Okay. Ja, okay. Mhm, habe ich verstanden. Ich glaube, das kenne ich sogar. Diese Sterne geben mir Turbo. Ja, okay. Gut, die brauche ich auch, um überhaupt eine Chance zu haben, denke ich. Weiß gar nicht, haben die einen festen Körper, die Schmetterlinge? Oder... Ja doch, ich kann dagegen fliegen. Ach, scheiße. So, lass mich mal einfach vorbei. Gegen 6 Schmetterlinge muss ich das hinkriegen. Okay, hat geklappt. Ja, ist schon nicht so einfach, hier die Lenkung hinzukriegen. Okay, ich bin schon in der zweiten Runde jetzt mittlerweile. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es sich schon wiederholt. Ja, doch, ja, das Gruppe ist doch bekannt. Okay. Ach, diese Fluglevel, ne? Ich, ja. Oh, habe ich die gekriegt? Ja, habe ich anscheinend. Oh, da landet der einfach mal zwischendurch. So, okay. Ich bin jetzt Dritter. Aber die dritte Runde ist auch gleich vorbei, glaube ich. Die zweite. So. Okay, das war... Komm, 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 komm. Ja. Puh. Boah, die muss ich beide noch kriegen, ne? Okay, ich sehe sie zumindest beide. Das ist ja schon mal was. Ha, das wird aber schwierig. Also das ist jetzt nicht ganz so easy. Zumindest auf den ersten Blick. Vielleicht habe ich mich einfach nur ganz doof angestellt und es ist doch ganz easy. So, komm her. Ich sehe das doch hoffentlich richtig, dass es hier kein Turbo gibt, ne? Das wäre sonst peinlich, wenn ich ihn nur nicht entdeckt hätte. Okay, den habe ich sogar. Okay. Ah, den kriege ich aber nicht mehr, glaube ich. Oh. Ne. Boah.
so eine knappe Scheiße. Okay, das war jetzt sehr, sehr knapp. Dann probier das doch direkt nochmal. Yay. Okay, gut. Ich sollte einfach nur weniger gegen die Gegend fliegen. Ups, Sternchen. Und die sollten wir am besten wirklich alle mitnehmen. Okay. Ach, die nehmen die tatsächlich auch, ne? Krass. Eine künstliche Intelligenz. So, komm her. Oh Gott. Also, zumindest sind sie großzügig. Ach, scheiße. Was das Durchfliegen dieser Ringe angeht. Ich hätte gerne einen Stern noch gehabt, den ich jetzt eben nicht erwischt habe. Aber ich glaube, ich bin jetzt sogar schon ein bisschen besser als eben. Mag mich auch täuschen. Aber sie nehmen, glaube ich, nicht alle mit, wenn ich das richtig sehe. Na gut, der nimmt jetzt alle mit. Das war wieder Vorführeffekt. Ich weiß nicht, ob der hinter mir da reingekommen ist. So. Noch zwei Stück. Ja, der nimmt auch mit. Der auch. Ihr müsst auch mal ein paar auslassen, sonst habe ich ja kaum eine Chance. Jungs, ne? Oder Mädels, je nachdem, was ihr seid. Der Schmetterling ist eigentlich eher männlich, aber vielleicht sind sie auch die Schmetterlinge. Das war nicht mal lustig, ich weiß gar nicht, warum ich gelacht habe. So, komm. Okay, den Stern hat er jetzt zum Beispiel nicht mitgenommen. Uff. Okay, den zweiten hatte ich eben auf jeden Fall noch nicht so früh. Uff, könnte vielleicht was werden. War der schon zu weit weg, ne? Der ist zu weit weg. Oh, komm, 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 das schaffen wir. Ja! 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 Sieht gut aus. Jo, geschafft! Sehr geil. Da schenke ich mir doch direkt mal einen Tee ein. Sehr gut. Das hat doch gut geklappt. Kann man ja nicht meckern, ne? Ich habe den ersten Preis gewonnen. Ja, bestimmt ein Ei. Und das ist... John! Okay. Ja, hi John. Du hast da was auf dem Kopf. Eigentlich gar keine. Wir sind da durch, ne? Also glaube ich zumindest. Versuchen wir später nochmal. Nicht, dass man da, oder muss man das, muss man beides zweimal machen. Das kann ich ja gleich mal in Erfahrung bringen. Vielleicht. Uff, weiß ich, oder? Wir gucken gleich mal. Zurück nach Banzot auf. Ich guck gleich mal, ob ich da wirklich alles habe. Wenn ich beide. Oder muss ich da wirklich beides holen? Dann müsste jetzt ja nicht stehen, geschafft oder so. Na, steht da nicht. Muss ich das wirklich beides zweimal machen? Mal gucken. Bad Sonnenaufgang. Bei der Pilzrennbahn fehlt mir noch eine Sache. Okay. Ich habe gerade so eine Ahnung. Gab's da. Muss ich hier vielleicht wieder Jäger finden, dass der hier irgendwo steht? In Teil 2 musste man doch immer Jäger finden, der irgendwo versteckt war. War da nicht sowas? Und ist das hier vielleicht auch so? Ich glaube, ja. Ich mach mal das Zeitspiel. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Und ich glaube, ich will jetzt einfach nur im Rumgucken und erkunden. Denn ich meine. Es gibt hier irgendwas zu entdecken. Das war im zweiten Teil schon so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier vielleicht auch wieder so ist. Hier zum Beispiel. Ah, das ist... Oh, das ist nicht unbedingt. Einfach mal rumgucken. Genau so. Ja, komm nochmal. Ich will nur gucken. Ja, komm, nimm mir die ruhig mit. Gibt halt ein bisschen Zeit. Aber ich denke... Oh, wie doof. Ich habe hier den falschen Knopf gedrückt. Oder sollte ich vielleicht doch den anderen Modus nehmen? Bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich die in jedem Modus finden kann. Diese Sache, die es hier zu finden gibt. Also meines Erachtens müsste hier irgendwo jemand stehen. Vielleicht finde ich das ja auch so, weil ich hier immer verkehrt rumfliege. Thank you.
muss es doch irgendwas geben. War da was?